Hallo liebe YouTube-Freunde, ich möchte euch hier ein Unboxing zeigen und zwar hier den Tecno ET410, der jetzt hier in Deutschland seit ein paar Tagen, ja, Wochen will ich noch nicht sagen, verfügbar ist. In Amerika gibt es ihn schon etwas länger, wo auch schon die ersten Videos aufgetaucht sind. Ich will euch heute nur den Inhalt des Kartons zeigen, wenn ihr ihn bestellt, was ihr so geliefert bekommt. Ich habe da schon einmal reingeguckt, weil ich das nicht abwarten konnte. Das ist einmal der Deckel, den packen wir einmal beiseite. Dann haben wir hier so eine schöne Box, sage ich jetzt mal. Die wollen wir gleich mal aufklappen. Und da kommt auch schon der Inhalt zum Vorschein. Ganz oben haben wir hier einmal das Öl und das Fett. Ein bisschen Schraubensicherung. Was haben wir dabei? Einmal das 3000er, 10.000er, nee, 30.000, 10.000er Öl. Einmal für die Dämpfer 550 und 350. Das wird wohl vorne 350, schätze ich mal. Und hinten, nee, andersrum. Vorne 550 und hinten 350 bestimmt. Das ist einmal das. Dann geht es weiter. Wir hier einmal Entschuldigung. Einmal ein Flügel, der noch nicht ausgeschnitten ist. Wo wir noch ein bisschen ausschneiden müssen. So wird alles drin, auch die Platten zum Einstellen des Anstellwinkels des Flügels. Dann haben wir hier einmal die Karosserie, die auch noch wieder ausgeschnitten werden muss und natürlich selber lackiert werden muss, wie es bei Wettbewerbskits so üblich ist. Na, ich sag mal so, da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert, was so die Optik angeht. Aber fürs Erste, denke ich mal, wird es reichen. So, dann haben wir hier einmal eine große Tüte. Guck mal, denke ich mal, das wird auch die erste Tüte sein, die wir auch machen müssen. Einmal A-Bag mit den Dips. Jetzt nicht viel zu erkennen. Die Querlenker, technotypisch sind diese sehr stabil. Die Diffs, sehr groß sind die Diffs auch nicht. Bin mal gespannt, wie haltbar diese sind. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir da Probleme kriegen werden. Kommen wir zur nächsten Tüte. Was haben wir hier? Chassisplatte. Sehr schöne Chassisplatte, finde ich. Sieht sehr gut aus, schöne Ausfräsung. Nicht sehr dick. Ziemlich dünn. Hier von unten einmal. Und dann einmal halt die Anleitung. Wie gesagt, ich habe hier schon reingeguckt. Jetzt gucken wir gleich nochmal kurz rein. Da haben wir hier den Buckelsheet und die Scheibenaufkleber. Hier sind die Aufkleber schon ausgestanzt. Also, dass wir da nicht noch mehr noch groß Schnippelarbeit haben, um diese ausschneiden zu müssen. Finde ich auch sehr gut gemacht. Und hier haben wir einmal die Anleitung. Können wir noch mal kurz einen Blick reinwerfen. Ich finde auch eine sehr schöne Anleitung. Hier oben haben wir einmal die Explosionszeichnung der einzelnen Tüte oder Bag A, Explosionszeichnung des Middle Diffs und dann haben wir hier die einzelnen Schritte, wie wir es zusammenzusetzen haben. Wie geht das denn weiter? Hier die Diffs vorne und hinten. Wieder genau das gleiche und dann geht das hier mal so weiter. Ja, ich finde die Anleitung ist auch sehr schön gemacht, auch hier zum Beispiel, dass hier so kleine Informationen bei sind. Wenn man die auf diese Enden drauf drückt, dann immer mit dem Techno-Logo nach oben
Auch hier, auch immer schön beschrieben. Also sehr viel Hilfestellung seitens Techno mit drin. Dann kommen wir hier mal zu den Dämpfern. Und ich finde diese Anleitung mit den Dämpfern, wenn man das Englische ein bisschen mächtig ist, echt gut. Also wenn man das hier mitmacht, hat man, würde ich mal behaupten, nahezu, boah, perfekt würde ich nicht sagen, aber sehr gut eingestellte und gefüllte Dämpfer. Dann kommt schon das nächste. Und ja, ich werde auch sie nach der Bauanleitung befüllen, auch das gesamte Auto aufbauen und mal gucken, wie es sich dann fährt. Ja. Das war das erste Video zu meinem Techno ET410. Ich werde mich dann als nächstes wieder melden, wenn der Bau in der ersten Stufe abgeschlossen ist, wenn der Roller da steht und dann geht es weiter und dann zeige ich euch, was für Elektronikkomponenten bei meinem Techno verbaut werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.